Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, das mit dem Ton ist in Ordnung. Ich habe ein neues Mikrofon, was ich ausprobiere. Und das ist jetzt quasi gerade Premiere, also ich weiß noch nicht, wie das jetzt wird. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren eure Meinung dalassen, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlechter findet als vorher. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mit dem Fall an. Alles, was uns in der Kindheit passiert, prägt uns. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir in den ersten Lebensjahren eine gesunde, emotionale Entwicklung durchlaufen. Heute erzähle ich euch von Beth Thomas, die leider keine gesunde, emotionale Entwicklung genießen durfte. Und das wiederum führte zu sehr, sehr großen Problemen und davon erzähle ich euch heute. 1985 wurde Beth Thomas in den USA geboren und sie blieb kein Einzelkind, denn sie bekam noch ihren kleinen Bruder John. Doch tragischerweise starb die Mutter, als Beth gerade einmal ein Jahr alt war und so blieben sie und ihr Bruder bei ihrem Vater. Das hatte jedoch fatale Folgen, denn bald schon fing der alkoholkranke Vater an, seine Kinder zu vernachlässigen und sexuell zu missbrauchen. Ärzte fanden glücklicherweise heraus, was mit den Kindern passierte und so wurde dem Vater das Sorgerecht und die Kinder, sie wurden ihm entzogen. Und bald darauf kamen die beiden dann zu Tim und Nancy Thomas, die eben beide Kinder adoptierten. Der Pfarrer und seine Frau hatten sehr, sehr lange versucht, selbst eigene Kinder zu bekommen, doch dieses Glück blieb ihnen leider verwehrt und so kam es dann, dass sie eben die beiden Kinder adoptieren konnten. Das war für die beiden wirklich ein absolutes Geschenk, dass sie zwei Kindern, Geschwistern, ein ja, wundervolles, schönes Leben bieten können. Dem Ehepaar war jedoch nicht bewusst, was für Qualen die Kinder in ihrem doch bisher recht kurzen Leben schon erleiden mussten. Denn die zuständigen Behörden verschwiegen den Adoptiveltern, dass die Kinder vorher sexuell missbraucht wurden. Ja, und wie ich schon sagte, prägt uns einfach alles, was uns in der Kindheit widerfährt. Und so dauerte es auch nicht lange, bis sich die ersten Folgen des Missbrauchs deutlich machten und zeigten. Der zu dem Zeitpunkt 7 Monate alte John wies Schäden im Kopfbereich auf, die für Kinder in seinem Alter sehr untypisch waren. Also sein Kopf war wirklich sehr verformt und konnte nicht angehoben werden, was darauf hinweist, dass das Kind eben vernachlässigt wurde und die ganze Zeit nur lag und nicht mal hochgenommen wurde, sondern wirklich sehr, sehr lange auf dem Kopf lag und dadurch kommen eben diese Verformungen. Beth klagte über schwere Albträume. Sie erzählte ihren Eltern, dass ein Mann auf sie gefallen sei und mit einem Teil von sich verletzte. Und so wurde den Eltern dann auch schnell klar, warum diese Kinder in Obhut genommen wurden und was ihnen sehr wahrscheinlich widerfahren ist. Es blieb bei Beth jedoch nicht bei den Albträumen. Bald schon zeigte sie auch andere Verhaltensauffälligkeiten, wie zum Beispiel, dass sie mehrmals täglich masturbierte, das teilweise nicht nur zu Hause, sondern auch in öffentlichen Bereichen. Und sie machte das teilweise wirklich so schlimm und stark, dass sie so sehr anfing zu bluten, dass sie ins Krankenhaus musste. Es gibt Hinweise auf mögliche neurologische Effekte von Kindesmissbrauch in verschiedenen Hirnregionen. Missbrauchte Kinder können Angststörungen, Depressionen, Störungen der allgemeinen Entwicklung, aber auch Verhaltensstörungen aufweisen. Zu den psychischen Auffälligkeiten als Folge von Missbrauch können zum Beispiel soziale und intime Distanzlosigkeit gegenüber Fremden, triebhaftes Verhalten mit wirklich ungewöhnlich hohem Interesse an den eigenen Genitalen oder aber auch Genitalen von anderen oder aber auch, wie in Beths Fall, exzessive Masturbation dazugehören. Sie fing an, eine wirklich unkontrollierbare Wut zu zeigen und sie wurde auch immer gewalttätiger. Und irgendwann fing sie tatsächlich auch an, Tiere wie zum Beispiel Vögel zu quälen und zu töten. Ja, und sie ließ auch ihren kleinen Bruder nicht verschont. Sie fing an, ihn zu quälen und schlug auch einmal seinen Kopf so hart gegen den Zementboden, dass er wirklich stark blutete und genäht werden musste. Sie gab außerdem des Öfteren von sich, dass sie sowohl ihren Bruder als auch ihre Eltern töten möchte. Und ihr war sehr wohl bewusst, dass ihre Taten schlecht waren, dass das nichts Gutes war. Aber sie konnte das eben nicht als solches empfinden. Also sie empfand wirklich weder Reue, noch Scham, noch Mitgefühl, noch Empathie. Das konnte sie alles gar nicht.
Nancy und Tim sahen Gott sei Dank nicht tatenlos zu. Sie wussten, dass dieses Mädchen Hilfe braucht und diese Hilfe wollten sie ihr geben. Und daher brachten sie Beth zu einem klinischen Psychologen, der eben auf Kinder spezialisiert ist, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Dr. Ken Magic diagnostizierte eine reaktive Bindungsstörung bei ihr und diese hinderte sie daran, normale, gesunde Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Er wollte ihr helfen, die Geschehnisse zu verarbeiten. Sie sollte aber auch lernen, ihr Verhalten zu ändern. Sie sollte lernen, zu fühlen, Empathie zu empfinden und anderen nicht mehr wehtun zu wollen. Ich setze euch in die Infobox einen Link zu einer Doku, wo eben auch ein Interview zwischen dem Psychologen und der zu dem Zeitpunkt 6,5-jährigen Beth stattfindet. Die Eltern werden auch interviewt und generell ist das ein sehr, sehr aufschlussreicher Beitrag, der sehr gut ergänzend zu diesem Beitrag hier eben passt und ja. Sehr interessant geworden, würde ich euch wirklich empfehlen, euch das mal anzuschauen. Dort erzählt sie zum Beispiel unter anderem, wie sie ihren Bruder verletzt hat und dass sie eben möchte, dass ihre komplette Familie stirbt, weil sie keine Menschen um sich herum haben möchte. Und außerdem erzählt sie dort auch, wie der Vater ihre Genitale berührt und beschreibt das und erzählt auch, dass sie ebenfalls die Genitale von ihrem Bruder quälte und ihn dort verletzte, obwohl er sie immer wieder darum bat, damit aufzuhören. Und sie beschrieb zum Beispiel auch, wie sie Vögel tötete und sie blieb dabei wirklich sehr, sehr ruhig und zeigte auch absolut keine Reue. Im April 1998 kam sie dann in ein Behandlungszentrum, speziell für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, da der Psychologe der Meinung war, es würde ihr nur gut tun, wenn sie erstmal aus der Familie rauskommt und erstmal ganz viele Dinge aufarbeitet und an ihrem Verhalten arbeitet, weil es so auch einfach viel zu gefährlich auch für die Familie wäre. Anfangs hatte sie dort wirklich sehr strenge Regeln, also sie wurde nachts zum Schlafen eingesperrt, damit sie nicht raus zu den anderen Kindern konnte und keine Gefahr für diese darstellte. Und außerdem musste sie wirklich für alles fragen. Sie durfte nichts ohne Erlaubnis machen und es war sehr, sehr streng dort. Im Laufe der Behandlung, als man sah, dass sie wirklich Fortschritte machte, lösten sich bzw. lockerten sich diese Auflagen aber und sie durfte dann schon ein bisschen mehr. Ja, was soll ich sagen? Die Therapie hat ihr wirklich sehr, sehr viel geholfen. Also sie lernte dort tatsächlich zu fühlen und Empathie zu empfinden und sie besuchte nachher wirklich eine ganz normale öffentliche Schule. Sie hatte ganz normale Freunde, mit denen sie spielte, mit denen sie sich traf und super gut verstand. Und sie ist einem Chor beigetreten, weil sie sehr gerne sang und sie hat wirklich solche Fortschritte gemacht. Am Ende der Doku, die ich euch eben, wie gesagt, in diese Infobox schreibe, wurde sie im Dezember 1998 nochmal gefragt, all das nochmal Revue passieren zu lassen. Und sie wurde gefragt, woher ihre ganze Wut, die sie hatte, kam. Und darauf antwortete sie, dass es davon kommt, dass ihr leiblicher Vater ihr so schlimme Dinge angetan hat und ihr so wehgetan hat, dass sie wollte, dass andere Menschen auch leiden und Schmerzen haben. Sie wollte, dass andere Menschen genau das fühlen, was sie fühlen musste, wenn ihr Vater sie missbraucht hat. Ein Wahnsinnskontrast ist, dass während sie das sagt, sie das wirklich unter Tränen sagt und man in ihrem Gesicht wirklich den Schmerz sieht, den sie empfindet. Und wenn man das vergleicht zu den Aufnahmen, die man davor in der Dokumentation sieht, wo sie wirklich eiskalt spricht und Sachen beschreibt, die einfach nur grausam sind und dabei wirklich keine Miene verzieht und keinerlei Emotionen zeigt, ist das wirklich echt beachtlich. Und es zeigt einfach, was für wahnsinnige Fortschritte sie da schon gemacht hat. Beth lernte, sich in andere hineinzuversetzen und sich der Konsequenz ihrer Taten bewusst zu sein. Sie lernte, ihre Wut zu verstehen und ihr Selbstwertgefühl zu steigern und sich selbst mehr bewusst zu sein. Und heute führt Beth ein ganz normales Leben als Krankenschwester. Sie setzt sich zusammen mit ihrer Mutter Nancy für Kinder ein, die Opfer sexuellen Missbrauchs wurden. Ja, und sie hält sogar Vorträge über Beziehungs- und Bindungsmethoden und hat dafür sogar auch Preise gewonnen. Also ihr Leben hat sich wirklich stark verbessert und ich glaube, dass es ohne diese Therapie überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Zu ihrem Bruder ist mir leider nicht viel bekannt. Ich gehe davon aus, dass auch er die Hilfe bekommen hat, die er gebraucht hat, um eben all das zu verarbeiten. Und damit würde ich auch dann den heutigen Fall beenden. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Wenn dem so ist, dürft ihr dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Darüber würde ich mich sehr freuen.
Ihr dürft mir gerne wie immer eure Meinung zu dem Fall in den Kommentaren dalassen. Schreibt mir gerne, was ihr sonst noch so für Videos sehen wollt, was ich noch für Fälle behandeln soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!